So, jetzt geht's nämlich hier weiter. Geht's nämlich hier weiter. Nie wieder. Der Real Talk aus dem Benzer. Hat der ein Benzer momentan? Ist das Mercedes-Interieur? Ich kann es nicht genau sagen. Könnte auch Audi sein. Ich glaube, es ist Audi. Es sieht aus wie Audi, oder? Nee, ist es BMW? X? Ist es BMW, ne? Ist es ein X-BMW hier? Ja. Yo, Leute. Double Peace und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von dem Rücksitz meines Fahrzeuges. Ja. Was fährt der für ein Wagen? X1? X3? Oder was ist das? X3? BMW X3, okay. Jetzt ist ja einiges passiert. Mein letztes Video war ja doch ein bisschen kontrovers. Ja, das ist bei manchen ist es sehr komisch angekommen, bei manchen ist es sehr hilfsbedürftig angekommen, verzweifelt. Und ich kann da einfach zustimmen. Also die Leute, die mir entgegengebracht haben, Alter, so wird das nichts, wenn du auf Zwang. Das stimmt auch wieder. Mir wurde ganz oft gesagt, wenn man sucht, wenn man wirklich aktiv rausgeht und jemanden sucht, dann findet man keinen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, man muss wirklich einfach flowen lassen. Man muss einfach gucken, was passiert. Ich glaube, aktiv nach einer festen Beziehung zu suchen, bringt selten was. Keine Ahnung, also ich glaube tatsächlich... Freundin suchst, das funktioniert nicht. Eine Freundin findest du, die richtige, die findest du... Ja, die läuft über den Weg. Wenn du nicht danach suchst. Ja, es sagen so viele... Ich dachte mir erst, alle rum, ihr möchtegern Philosophen, aber im Endeffekt ist das einfach die Wahrheit, wenn ich auch mal meine Vergangenheit einfach Revue passieren lasse. Ja, Mann. So dieses auf Zwang, das funktioniert einfach nicht. Ich war einfach in einer extrem verzweifelten Situation aufgrund dessen, dass ich mich halt vor 3 Wochen mit meiner Ex-Freundin auseinandergelebt habe, da dann noch viel rumgeheult habe und dieses ganze Zeug, und dann war das einfach so eine Kurzschlussreaktion gewesen. Ich bin halt ein extremer Beziehungsmensch, das ist das Problem. Also auch wenn man mir das nicht ansieht, aber neben diesem ganzen YouTube-Zeug und dieses ganze Rumschreien und sowas bin ich halt auch einfach ein Mensch, der einfach auch, wenn er nach Hause kommt, einfach diese Geborgenheit haben möchte, in Form von Kuscheln, zusammen einschlafen. Ich liebe ja, das Mann. Einfach. Ja, Mann, ja, Mann. Habe ich einfach dieses Video gemacht und das war einfach der größte Fehler meines Lebens. Also, Olli 4876, also, danke für deinen Sub, Bro. Kuss und willkommen, danke für deinen Resub. Punkte, die ein bisschen schlimmer waren, aber es war ein sehr großer Fehler, weil mir das einfach gezeigt haben, wie viele Leute einfach diese Situation ausnutzen wollen. Mhm. Die sehen einfach, ich bin gerade mental etwas geschädigt und die nur... So geil, das ist genau diese Geräuschempfindlichkeit. Die nutzen das einfach aus. Mich haben so viele angeschrieben. Ich hab gesagt, auf was ich stehe. So, das haben mir voll viele übel genommen. Ich habe gesagt, dass ich auf dünne, kleine Frauen stehe und dann meckern mich 2000 Leute an, was mir einfällt, irgendwelche Ansprüche zu stellen. So unfair, man kann doch eine Vorstellung davon äußern. Warum denn nicht? Kann doch sagen, was ihm gefällt. Was soll denn das? Was soll denn das? Ja, natürlich bin ich ein bisschen dicker und ich bin... Natürlich bin ich... Alter, du machst mich aggressiv, aber ich stehe auch an der Raststätte. Geil, Digga. Alter, du machst mich aggressiv. Ist auch so perfekt, perfekt wieder für ein Meme, ne? Wirklich. Ich hab's nicht anders verdient. natürlich bin ich auch ein bisschen dicker und sehe vielleicht nicht so extrem schön aus, wie das Idealbild aussieht in der Schwachsinn, Gesellschaft. Bro, Schwachsinn. Aber trotzdem kann ich doch sagen, worauf ich stehe. Ja, was ist denn so daran verkehrt, wenn ich sage, dass ich auf kleinere, dünne Frauen stehe? Ich mag das einfach so. Das ist das, worauf ich stehe. Und dann will ich doch nicht irgendwelchen, die vielleicht interessiert an mir sind, aber nicht dementsprechend, was ich suche, möchte ich doch denn da auch keine Hoffnung machen. Das ist doch nicht böse gemeint. Ja. Ich meine doch jetzt nicht alle Frauen, die irgendwie ein bisschen dicker oder sowas sind, dass keine Menschen mehr sind. Die können genauso lieb sein. Aber das ist einfach das Bild, was ich im Kopf habe. Also jetzt dieses standardisierte Bild, das kann ja auch dazu kommen, dass irgendwelche anderen Situationen dazu führen, dass ich vielleicht auch auf eine etwas dickere Frau stehe. Das ist ja genau das. Man hat immer eine Vorstellung in seinem Kopf und denkt, das ist meine Traumfrau. Und im Endeffekt kann es ganz anders kommen. Absolut, wie ihr sagt. Wenn sie mir extrem sympathisch oder sowas ist, aber das ist jetzt einfach nur so aus der Schnelligkeit heraus gesagt, dass ich halt eher auf dünnere Frauen stehe. Das ist das Erste. Und dann sage ich, dass ich wohne in Berlin und ich suche in Berlin und Umgebung. Und ihr glaubt nicht, wie viele Texte ich mir durchgelesen habe. Stundenlang lese ich mir Texte durch, von welchen die... Ey, sie schreibt mit Punkt und Komma, finde ich sehr attraktiv. Wie gesagt, ich mag das, wenn man... Sie schreibt mit Punkt und Komma. Das ist ein Merkmal für Intelligenz, mit Punkt und Komma, Leute. Nicht so ganz so... Ich stehe darauf, wenn Frauen ordentlich behaarte Schenkel haben. Herkules 93, wenn das dein Grind ist, gönn dir, Alter. Ist so. So ganz so blöd ist, ich meine... Meins wäre es nicht. Ich habe auch meine Tick. Aber wenn es deins ist... Ist aber trotzdem... Leute, hört auf, über meine Achseln zu reden. Mag ich das halt, wenn ich so ein schönes Umfeld habe. Gerade die krankste Vorstellung. Imagine, Leute. Imagine, yo, Olli würde so ein Video einfach hochladen. Yo, Olli würde so ein Video machen und dann so sagen, ja, ich suche eine Freundin, ich sag's so, wie es ist. Die kann zwischen 14 und 16 sein. Digga, und der macht das einfach und hat dann so genaue Vorstellungen, Alter. Ah, Kopfkino, Junge. Mit der man sich auch mal
gut unterhalten kann. Und dann lese ich mir den Text durch, denke mir so, Alter, die schreibt voll gut, oh, voll krass, so voll die bewundernswerte Person. Ich, da gibt's ein Problem, ich bin aus der Schweiz. Ich denke mir so, ey, ich könnte mich selbst schlagen. Also das mache ich auch so ab und zu, aber wieso schreibt man mich denn an? Ich habe doch gesagt, ich suche in Berlin und Umgebung. Ich habe mit einer Fernbeziehung sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil man sich da nicht so nah sein kann, wie ich es für richtig halte in einer Beziehung. Und die Leute respektieren es einfach nicht. So, die sehen einfach nur den Titel, ich suche eine Freundin. Hey du, Dicker, ich habe gesehen, du suchst eine Freundin, da bin ich. Ey, lass mal saufen. So, weißt du, die... Dicker, lass mal treffen, ich komme aus Berlin. Komm mal Meringdam, Dicker, wir tun eine Kippe rauchen und tun einen reinsaufen. Die gucken sich das gar nicht an. Und viele haben das Thema für sich einfach auch nicht ernst genommen, so, weil sie vielleicht nicht reif genug oder sowas dafür sind. Ich bin reif genug, um über alles zu reden. Ich kann auch über Sexualität reden, ohne dass ich lache. Ich nicht. Oder dieses ganze Zeug. Ich kann ernst... Oder dieses ganze Zeug. Ich muss darüber reden und das sind halt meine Gefühle in dem Moment gewesen. Ich habe eine Freundin gesucht, weil ich mich einsam gefühlt habe und Leute nutzen das einfach aus, machen sich lustig darüber. Ich kriege kaum richtige Anfragen. 95% der Anfragen waren einfach uninformiert. Ich habe doch nicht ohne Grund dieses Video gemacht und Informationen von mir nach außen hingetragen. Oder auch irgendwelche Leute, ey, eine Freundin von mir hat gesagt, du suchst eine Freundin. Ich finde dich voll interessant. Die hat keinen Bezug zu mir, kein gar nichts. Das ist ich finde es so geil, wie er sich hier aufregt. Ich verstehe das komplett, Digga. Ganz ehrlich, Mann, wenn ich teilweise, komm, Club, lass besaufen. Wenn ich teilweise wirklich, also ich mach's ehrlich gesagt super, super selten, weil einfach sehr viel Müll da drin ist. Es sind ein paar nice Memes dabei, aber Instagram DMs, so, was da teilweise rumkommt, Alter. Also wirklich, das ist, das, boah, das kann man, das kann, da müsste ich eigentlich mal ein Video zu machen. Das ist wirklich, boah, Junge. Also, ich bin sprachlos, wenn ich gerade wieder darüber nachdenke. Das ist so dieses Fame-Ding, das will ich auch nicht haben. Und es war einfach, Greener, das war einfach so schlimm. Seven, danke schön für den Sub, Bro. Kuss, danke. Jetzt die letzten zwei Tage, weil ich mich so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, Leute, ich habe mit meiner Ex-Freundin nicht abgeschlossen. Absolut nicht, ist ja auch 3 Wochen erst her, Bro. Ich habe damit nicht abgeschlossen und deswegen setze ich dem Ganzen jetzt hier auch einfach ein Ende, weil das hat so keinen Sinn. Ja, richtig. Ich bin ganz ehrlich, das hat keinen Sinn, das war einfach eine... Das ist auch, glaube ich, wichtig, man muss sich halt voll die Zeit nehmen, so eine Beziehung erstmal zu verarbeiten, bevor man was Neues macht, Digga. Schlussreaktion gewesen, das war dämlich, ich dachte, dass ich mir das damit schnell vergessen kann, aber das ändert nichts. So im Hinterkopf habe ich halt immer noch sie, aber mit den Themen, damit will ich euch auch nicht mehr auf den Sack gehen. Das ist jetzt das letzte Video zu diesem Thema Beziehung oder sonst irgendwas, da will ich euch auch gar nicht mehr, da will ich euch einfach nicht mehr nerven. Wie gesagt, da habe ich zu viel gelabert, also ich finde es auch nett, dass viele von euch mir zugehört haben, ja auch Nachrichten diesbezüglich geschrieben haben, es geht weiter, natürlich geht das Leben weiter, aber trotzdem muss man ja diese Zeit überstehen, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt anstrengend und das war einfach eine Kurzschlussreaktion. Und ich habe mir jetzt ganz einfach gesagt, dass das macht keinen Sinn. So, also dass ich dieses Leben hin und her geschreiben mit irgendwem. Fühl ich sehr. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich, dieses auf Zwang. Und ich lasse das jetzt ruhen. Ich suche niemanden mehr. Ich will jetzt einfach erstmal mit mir selbst im Reinen sein. Ich möchte diese Vergangenheit, die ich mit einer Frau hatte, möchte ich erstmal für mich abschließen und dann denke ich vielleicht darüber nach. Aber macht das voll Sinn. Alles, das nimmt mir auch zu viel Lebenszeit weg. Wisst ja, ihr, ist auch so. Dieses sich nicht damit befassen wollen, dass es jetzt erstmal vorbei ist, ist gerade, glaube ich, bei uns Männern, das habe ich halt selber auch gemerkt, ganz oft Antrieb für ganz, ganz seltsames, falsches Verhalten. Man muss sich halt einfach die Zeit nehmen, Digga. Man muss sich halt einfach die Zeit nehmen und erstmal darüber klarkommen, darüber hinwegkommen, das erstmal prozessieren, so verarbeiten, wisst ihr, was ich meine? Und man verhält sich, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich seltsam teilweise. Ist einfach so. Ich meine, ich habe so viele Projekte. Ich habe jetzt meinen Fahrverbot-Kanal. Ich will meinen Livestream machen. Ich habe den Kanal hier noch. Das ist alles, das kann mich zeitlich alles so einnehmen, dass ich eigentlich gut vergessen kann. Und dann will ich nicht den ganzen Tag im Auto sitzen und irgendwie mit irgendwelchen Frauen schreiben, wo denn eh immer nur Scheiße bei rumkommt. Wisst ihr, was ich meine? Wieso sitzt du den ganzen Tag im Auto, wenn du mit denen schreibst? Deswegen werde ich jetzt nicht mehr suchen, das macht man nicht. Wenn sich das irgendwann mal ergibt, wenn ich mal irgendwo auf einer Party oder sowas bin, wenn überhaupt, oder wenn ich generell mal mit irgendwelchen Leuten chille und da eine ist, oder generell, wie auch immer sich das ergibt, ich lasse den ganzen lasse ich da einen offenen Raum, wie sich das ergibt, das ist mir egal, aber ich will danach nicht mehr suchen. Mhm. Macht Sinn. Für mich hat sich dieses Internet-Ding jetzt auch in der Hinsicht erledigt, also dieses Frauen-Ding, wie gesagt. Warte mal, imagine, er hat das letzte Video hochgeladen, glaube ich, am 8. In diesen 2 Tagen... hat Tanzverbot Sex gehabt mit 30 Frauen und hat gesagt, so, ich hab jetzt, was ich wollte, das reicht mir jetzt erstmal. Ist einfach zu zeitintensiv, zu viele Leute wollen mir nichts Gutes, verarschen mich mit Fake-Accounts oder dergleichen und deswegen
Tut mir leid, dass ich euch jetzt hier wieder zu sehr mit diesem Thema auf den Sack gehe. Es Ach, wird zu diesem Bro, Thema nichts alles mehr entspannt, kommen. Digga. Ich alles bin jetzt entspannt. gerade auf einem guten mentalen Stand, wo ich denke, jetzt bin ich langsam an dem Punkt angekommen, wo ich denke, dass ich das Ganze verarbeiten kann. Und jetzt wird es bald auch wieder normal weitergehen. Aber ich will euch mit dieser Beziehung scheiße nicht mehr auf den Sack gehen. So, war auch einfach zu schnell. Man kann sagen, was man will. Man kann wirklich ja sagen, was man will über Tanzverbot. Aber er ist einer der ehrlichsten People out there. Der ist einer der ehrlichsten People out there, der manchmal sehr unreflektiert irgendwas rausknallt, dabei immer wirklich offen straight up sagt, was ihm gerade durch den Kopf geht. Das bewundere ich wirklich, Mann. Also nach 3 Wochen ein Video zu machen, ich suche eine neue Freundin, das ist einfach auch... auch sehr reflektiert mittlerweile. In gewisser Hinsicht natürlich auch respektlos ihr gegenüber, obwohl ja es einfach aus war und sie auch gar nicht mehr wollte, also irgendwie auch nicht, aber nein. Nein, also dieses auf Zwang so übelst verzweifelt, das ist nicht richtig. Hast du Beef mit Monte wegen Twitter? Bro, wir haben eben noch über WhatsApp darüber geschrieben und machen uns darüber witzig, Alter. Digga, natürlich nicht. Deswegen an dieser Stelle, diese Information wollte ich euch einfach nur geben. Dankeschön an alle, die mir trotzdem immer Zuspruch gegeben haben. Doppelmittelfinger an die, die mich verarschen wollten in so einer Situation. Finde ich sehr schade, dass menschlich da so viele Leute einfach kaputt sind und selbst in so einer Situation, wo es jemandem nicht gut geht, noch auf einen raufballern müssen. So ist das Leben, damit muss man in der Öffentlichkeit klarkommen, komme ich auch. Aber es ist trotzdem schade, dass man menschlich so viel umgeben ist von solchen Leuten. Und mehr gibt es nicht zu sagen. Dankeschön, dass ihr euch mein Problem angenommen habt. Ehrenbruder. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht vom Rücksitz meines Autos. Ehrenbruder, Digga. Ehrenbruder, wirklich.